You have accumulated 25% to strategic points. Den Punkt hier, wo ich den gerade angenommen habe, ne? Ja. Ja, genau. Und wir gehen jetzt dann zu dem Punkt hier weiter. Okay. I serve your glory. Yes. Nein! Nein? Oh. Ja, hättest du kurz bei mir lassen sollen? Oh oh. Haben die es gerade gebombt, die Dreckigen? So. Reaktiven Rumpf. Weiter geht's. The enemy is seizing one of your strategic areas. So einfach mal durch. The enemy has seized a strategic area. No, unser Punkt. Ready to serve. On the march. You have seized a strategic area. Mittelpunkt? Ja. Wir sollten die Station auf jeden Fall löschen. Nein, ihr bombt nichts. Da, die Silhouette hier hinten gefällt mir nicht. Da hinten ist eine. Die fällt jetzt zu unserem Punkt. Ja. Aber die Station zerstören wird es auch Punkte geben. Im Fall lohnt es sich, das einfach zu machen. Diese Fregatte hier ist sehr tapfer. Sie war sehr tapfer. Fuck. Ah, verdammt. Da habe ich direkt in die Angriffsboote rein teleportiert. Yep. Ah, egal, wird weggesteckt. Auf zum nächsten Punkt. Spielen wir das Punktespiel mal, wie das Punktespiel gespielt wird. Die zwei Sachen gefallen mir nicht. Reassembling coherence. The enemy has seized a strategic area. On the march. Du musst auf Nachladen, dann kannst du dich wahrscheinlich schneller zu den ich bin auf Nachladen. Punkt teleportieren als ich. Inevitable. Kannst den Bunkern, ich kann direkt der feindlichen Horde ein bisschen hinterhergehen. Ist klar. Ready to serve. Oder entgegen. Weil die kommen zurück. Sehr gut. Oh, nicht so gut. Wirklich nicht so gut. Von hier hin, oh, hier hin sind hoffentlich zwei Nova-Kanonenschiffe drin. Ja, hab ich mir gedacht. Schauen wir ein Auge des Omnisire. Oh, da ist eine Battle Barge. Ich glaube, es ist nicht so gut. Das ist meine Maus. Okay, das sind ganz schön viele Escort-Schiffe. You have seized a strategic area. Oh, Rückzug begangen. Nachdem ich sein Zeug geklaut habe. Das Schöne ist, deren eigenes Auge des Omnisheld tut ihnen jetzt weh. Okay, wir müssen der Battle Barge Generator wegschießen. Hast du ein Geschwader? Ja. Ich brauche welche, weil Bomber gerade kommen. Wir haben Rammen
So. Am besten kann ich dann wieder ein bisschen Ruf zum Waffen zwingen. Daran hindern, selber Endmanöver durchzuführen. Ich schnappe den Punkt hier. Jo. Shroud strike complete. Critical damage levied. Vorsicht, neben Vorsicht! Nova! Ja, das Coach ist weg. Ja. Wirklich? Von mir aus. Tut, was ihr müsst. So, kennzeichnet das. Okay. Die Battle Barge müssen uns keine großartigen Gedanken mehr machen. Meinst du wirklich? Deine komische Nova-Kanone interessiert mich, mein Freund. Ich dachte kurz, dass Scott der hat den Punkt gemacht. Wir haben gerade nicht Punkte gewonnen? Wirklich? Sind wir das? Ja. Die Zerstörung der Battle Barge muss, glaube ich, die riesige Masse an Punkte noch gegeben haben. Weil Specimen Schiff ja so. Es fehlten halt nur noch 500 Punkte. Ja, dann war es die Battle Barge. Aber was? Ein bisschen was? Dann war es die Battle Barge oder die Specimen Barkasse. Du meinst, sind wir das? Oder was? Nicht sicher, worauf du hinaus willst. Wir haben wohl nicht Punkte gewonnen, weil die Battle Barge so viele Punkte gegeben hat am Ende. Ja, nee, weil du gesagt hast, sind wir das. Ach so, ja, das bezog sich auf die Erzählerin, die gesagt hat, you're close to victory by strategic points, wenn wir den Siegesbildschirm hatten. Ah, okay. Fair. Und nur die Salamander sind dabei draufgegangen. Die Schiffe waren übrig am Ende noch. Zwei von der Mechanicus-Flotte, zwei von der imperialen Flotte, von den Spacemen sind alle draufgegangen. Wie immer. Selbst wenn die KI die Spells Münz hat, können die einfach nicht am Leben bleiben. So. Und die Flotte. Wenn du den Punkt hast, weißt du schon, in dem was vergeben? Ja, wir wissen schon, worauf der geht. Dafür müssen wir aber noch eine weitere Aufwertung in Skaros machen. Ah, oh. Jetzt gehen wir Jalousien schließen. Mach das. So, dann sollen die sich gegenseitig prügeln, spannen wir uns die Schlacht, kommen im nächsten Zug nach Heliotas, danach nach Xersia und danach nach Cardia. Und bekämpfen, was auch immer hier zu dem Zeitpunkt übrig sein wird. Am besten nehmen die Elder das jetzt ein, irgendwie, dass das Minenfeld hier verschwindet. Und dann ist das gut, dann können wir mich mit allen drei Flotten hier direkt Xersia. Und zwei Flotten können hier gleichzeitig rein. Na, wird uns nicht aufhalten. Sicherheitshalber wird das ja aber schon mal abgesichert. Ist ein guter Sektor eigentlich. Das können wir eine andere Flotte einnehmen lassen. Die Flotte, die wir genau genommen gerade am Aufbauen sind. Kann sich dann darum kümmern, die Reste zusammenzusetzen. Nein, nicht. Das sind doch Ascaros. Alles richtig. Das muss die Flotte sein, die wir hier oben zusammensetzen aktuell. Ich kann sich dann darum kümmern, die ganzen Reste hier einzunehmen, wenn wir den Sektor wirklich halten wollen. Was wir aber nicht müssen. So viele Ressourcen werden wir nie wieder brauchen. Aber wir können, wenn wir wollen. Und das ist ja, worauf es ja ankommt.
Blausten wollen wir vielleicht nehmen. Einfach wegen der Forschung, der Möglichkeit der Forschung. Zunächst mal geht es aber erst auf Ernteschiff und... Wo im alten Welt kriegt man das her? Das ist Gellus. Würde mich überraschen. Gellus ist da absolut nutzlos. Nemesis Tessera vielleicht? Nein. Wenn es nicht Gellus und nicht Nemesis Tessera ist, kann es eigentlich entweder nur in Cardia liegen. Hier haben wir... In Cardia haben wir schon das subatomare Feuer. Dann kann es wortwörtlich nur drüben in Eidolon liegen. Der einzige Sektor, der hier noch fehlt. Der zweite Untergang von Cardia. Imperial Symbol. Quicksave ist mal angebracht, denke ich. Man kann niemals oft genug speichern. Ich hätte ihr Bescheid geben sollen. Ah, du kannst auf Breit drücken. Das, was ich gerade sagen wollte, ich hätte dir Bescheid geben sollen, dass wir auf Bereit drücken konnten vorher. Dann hätte der Zug zwischendrum durchlaufen können. Ja, das musste der Tiere noch füttern. Das ergibt Sinn. Warum versucht ihr das? Scheinbar habt ihr Schiffe ohne Ende. Und das waren die Orks in Medusa. Könnte es sein? Könnte es sein, dass das Imperium mal einen Sektor komplett kontrolliert? Wer weiß, vielleicht. Wirklich. Wie verwirrend wollt ihr es noch machen? Kein Minenfeld, kein Minenfeld, kein Minenfeld. Ich warne euch. Also. Okay, das Imperium versteckt sich hier. Die Elder rennen jetzt gleich da rein. Danach rennt das Chaos nächsten Zug da rein. Motherfucker! Ich hab gesagt, ihr sollt es nicht tun. Na gut, wir müssen sie für eine Flotte zurückhalten, das abzuwehren. Schätze ich wohl.
Na gut, Gebraka bleibt hier und hält die Position. Wir gehen nach Helotas weiter, weil wir nur zwei Flotten mitnehmen können. Andererseits... gehen wir es mit nur zwei Flotten weiter voran. So, Helotas. Schlachtruf. Getreten. So, und... so, Schlacht. Über diese Imperiumsflotte rennen wir einfach jetzt drüber. Führen einfach einen direkten Sturmangriff durch. Kein Grund, sich in den Nebel zu verstecken. Weil es immer so gut funktioniert. Natürlich, tut das. Außer gegen Gegner, die sehr, sehr weite Strecken haben. Also gegen Chaos und gegen die Elder hat es sich immer ganz gut gelohnt, sich im Nebel zu verstecken. Weil die verdammten Chaos-Lanzen einen nicht treffen können, wenn man im Nebel sitzt. Und die Elder können einen nicht mit überragender Vollkraft zusammenschlachten. Was? Mein Handy ist angegangen. Ah. Dann sperrst kurz mein Handy, weißt du? Und das, was sofort anfängt, fängt sofort YouTube-Werbung an zu laufen, weil es noch auf YouTube war. Vor der Aufnahme. So, erstmal auf Nachladen. Wobei, das ist kurzfristig auf Schleichfahrt. Das sollte nicht angepöbelt werden, im besten Fall. So. Es war sehr hell von mir, mich vor diesem verdammten Asteroidenfall zu teleportieren. Huh. Also direkt der Sturmangriff, ne? Ja, ja, wir gehen direkt auf die los. Yes, my liege. Moving. Relocating. Geh aus dem Asteroidenfeld raus. Hallöchen, Sylvanas! Vielen Dank für Nummer 22 und willkommen wieder. Internet ist wieder zurück. Und mein mentaler Zustand auch. Nichts hält uns mehr auf. So, Imperium. Generatoren, ich würde trotzdem auf Waffen schießen. Für den Fall, dass sie Nova-Kanonen dabei haben. Wenn uns Geschwader entgegengekommen sind, ist es schon möglich, dass die eine Mars-Klasse dabei haben. Und die hat ja Nova. Ja. Die haben daneben gescannt. Die haben immer auch daneben gescannt. Aber ich scanne nicht daneben. Und auf zerstörten Blitzbogen übergehen. Oh, die haben die Flanke vergessen. Oh, Tatsache, wir haben die Flanke vergessen. Ja. Naja. Das ist eine Exorzist. Ah, da kamen die Trägersachen her. Also keiner. Keine Nova-Kanone involviert. Wie, das hat, wie ist das durchgegangen? Ah, Tritt hat beschädigt.
Vorsicht, eine Kugel geht jetzt in den Süd. Okay, du kommst nicht, du wirst nicht getroffen. Nein, ich teleportiere mich nicht von dieser verdammten Kugel. Nicht schon wieder. Die haben noch eine Vengeance dabei. Ich das Nachladen über. Sind nicht mehr so geclustert. Oh, wie steht's bei dir, Savannas? Ich hoffe, eine angenehmere Woche gehabt, also was auch immer das bei uns hier gewesen ist. Nicht. Einmal kurz überrannt. Du hast lang durchgehalten, bevor du das gesagt hast. Ja, du hast mich gerade wieder daran erinnert, dass es eine Woche, also ein paar Tage keinen Computer hat und jetzt willst du wieder zeichnen. Ich hab noch eine Animation, die ich fertig machen muss. Und dann haben wir Schlachtpläne bekommen, wie schön. Da können wir mehr Invasionen abbrechen, mit denen wir uns nicht befassen wollen. So. Nun, okay, folgendes, wir können die Flotte hier einfach trotzdem noch mitziehen. Man weiß ja nie. Aber das ist Garus. Bitte? So. So, klick. Dann aus Garus. Klick. Wo ist der dritte Planet? Die Flosse noch mitbringen. Die kann sich dann darum kümmern. Wir haben ein bisschen mehr Kraft hier. Viel zu heiß und egal, aber die man hätte vermeiden können. Ah. Also auch so eine von diesen Wochen. Dies war wahrlich eine der Wochen, die existiert hat. Ja. So, hast du alles aufgeklickt? Ich hab alles aufgeklickt. Sehr gut. Dann bereit. Ja, eine Mistesserin wird zum Chaos verschluckt werden. Aber nicht unser verdammtes Problem. Nope. Wir haben Orte, wo wir hinwollen.